eine Milonga, also eine Tango-Tanzveranstaltung. Hier kommen Menschen zusammen, die gerne Tango tanzen, die gerne Tango-Musik hören. Und ja, es gibt auch immer ein nettes Weinchen dazu und mal ein Säckchen trinken. Und hier einfach in diesem schönen Gewölbekeller tanzen und die Musik hören, ist einfach eine schöne Kombination, die auch ziemlich einzigartig ist. Ich tanze seit über 20 Jahren Tango und komme aus Berlin und vor 4 Jahren bin ich nach Mainz gekommen mit meiner Frau und wir haben einfach auch da schon Tango-Veranstaltungen gemacht und haben halt gedacht, wir wollen das hier weitermachen und haben einfach die Kulturei kennengelernt durch eine private Veranstaltung und haben dann mit der Yvonne Wuttke einfach uns zusammengetan, dass das hier Tango-Kulturei gut zusammenpasst. Und es ist viel hier in der Tango-Szene, ist einfach ehrenamtlich organisiert. Das sind Menschen, die Tango tanzen mögen und die den anderen einfach eine Möglichkeit bieten wollen. Und wir machen das auch in Kooperation mit einem Verein. Es gibt immer viele auch, die ehrenamtlich mithelfen und dann entsteht sowas. Es ist ein Tanz, der viel von Improvisation lebt, weil anders als jetzt Standard oder Latein, wo man ja immer so viele Folgen und Schritte hat, ist im Tango nicht vieles festgelegt. Das macht es teilweise auch schwerer, bis man es gut kann. Aber gerade diese Improvisation, also dass man eigentlich nicht so genau weiß, was passiert, sondern es eigentlich nur in der Kommunikation des Paares entsteht. Also die führende Person einfach einen Impuls gibt, die Folgendes aufnimmt. Macht es immer wieder neu und spannend und dass im Tango Argentino viel gewechselt wird. Also man ist nicht immer nur mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin unterwegs oder tanzt, sondern man sucht immer auch die neue Begegnung und Begegnung, Kommunikation. Es geht auch viel um das im Paar, das ist nicht so ein extrovertierter Tanz. Klar gibt es den Bühnentango, aber so wie die Tango-Szene und die private Leute tanzen, ist es eher was, dass man wirklich miteinander tanzt, in die Begegnung geht. Und es ist gar nicht so wichtig, dass die anderen Leute einen sehen. Und das, glaube ich, ist das Besondere. Ich habe das irgendwann gesehen und war in diesem Moment fasziniert. Von der Bewegung, von der Kommunikation, von der Art und Weise, wie es schien, dass die Menschen, die sich da bewegen, einen geheimen Code entwickelt haben, den man als Außenstehender von außen betrachtet, überhaupt nicht entschlüsseln kann. Erstens mal hat es einen Suchtfaktor. Also wenn man einmal angefangen hat und so ein bisschen reinkommt, ist es einfach wunderschön und man will es gar nicht wieder vermissen in seinem Leben. Und dann ist es auch etwas, was man als Frau alleine machen kann. Das ist unglaublich gut. Man kann auf jede dieser Tanzveranstaltungen, die heißen Milongas, alleine gehen, trifft auch weitere Frauen, die alleine dahin gehen und hat immer sehr interessante Tanzpartner. Die Tango-Szene in Mainz ist klein, aber sehr fein. Die Leute sind super nett, sind sehr sozial untereinander und es macht einfach Spaß, mit allen zu tanzen. Ja, Tango ist ziemlich entspannt. Er ist anders als andere Tänze. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man gut im Paar kommuniziert. Die Interaktion zwischen Führenden und Folgenden ist essentiell. Und wenn das funktioniert, wenn man sich gut versteht, ist das eine sehr, sehr schöne Erfahrung.